So, wir haben jetzt zwei Aufträge, nämlich der Mantel, die Genophage heilen und die Stadtruinen, die Bombe finden. Ich muss sagen, eigentlich interessiert mich das mit dem Mantel mehr, aber das hier ist eigentlich viel akuter, deswegen gehen wir erstmal in die Stadtruinen und versuchen die Bombe zu finden. Und ich denke, ich werde wieder Garrus mitnehmen, weil, wie gesagt, turianische Sache und so. Wollen wir wieder Jarvik mitnehmen? Ich weiß es nicht. Das hat eigentlich gegen die Heuschrecken ziemlich gut geklappt mit ihm, ne? Ich glaube, ich nehme wieder das Team. Machen wir das nochmal so. Okay, an sich hat sich nichts geändert, von daher los geht's. Normandy Shuttle! Hier ist Hotel Invictus von 9. Zug! Hören Sie mich! Wir hören Sie, 9. Zug! Sind fast am Bombenareal, Commander! Werden ziemlich rumgeschleudert! Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie was über die Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist turianisch. Was heißt das, turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. Das ist ziemlich heftig und das erklärt auch, was für eine Brisanz in der Sache steckt. Warum Victus es uns nicht verraten wollte, also der Primarch Victus, naja, das ist halt seine Sache, aber zumindest sein Sohn ist halt ein ganzes Stück offener. Und ich kann mir schon vorstellen, solange man uns nicht vertrauen kann und der Primarch, der weiß halt, dass man Politikern nicht vertrauen kann, ist es halt gefährlich, solche sensiblen Informationen an andere weiterzugeben. Weil das eben dieses hauchzarte Pflänzchen eines Bündnisses sofort wieder zertrampeln kann. Von daher ist es nicht falsch, das zu verschweigen, finde ich zumindest. Auch wenn die Information bei uns natürlich in guten Händen ist, weil wir natürlich daran interessiert sind, dass das funktioniert alles. So eine Taktik schafft kein Vertrauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der 9. Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Verstanden, Lieutenant. Los geht die wilde Party. Jetzt also gegen Cerberus. Und nicht mehr wie gerade eben noch gegen Reaper-Truppen. So, das war sehr freundlich, dass du jetzt noch gekommen bist. Sonst hätte ich wahrscheinlich die Granate volle Kanne mitgenommen gerade. Okay. Die Generatoren, die nerven mich ein bisschen, wenn man die ständig anvisiert. So, haben wir noch jemanden hier in der Nähe? Ich sehe gerade gar niemanden. Was ist denn hier los, Mensch? Unglaubliches Artilleriefeuer, Mensch. Wahnsinn. Was? Ah, nee, ist klar. Na sicher doch. So, das war's erstmal für ihn. Oh, 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 ich brauche jemanden. Dankeschön. So, erstmal den Centurio aus dem Weg gezogen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Gut, ich glaube, wir haben es erstmal. Das war ja ein feuriger Empfang. Sobald wir die Bombe erreichen, äußerst sympathisch muss hier. Ich den Auslöser umprogrammieren. Na dann. Gut, wieder rein ins Getümmel. Oh, komm schon. Ich hasse diese verdammten Geschütze. Oh, das war ja ein Gegner. Ich dachte, das wäre Garrus. Mal wieder das übliche Spiel. Garrus mit Cerberus verwechselt. Ich glaube, es wird mir noch öfter passieren. So, ich lasse mal die Granate explodieren. So, ich glaube, wenn das so viele sind, schieße ich mal lieber so rein. Weil ich mir auch gar nicht sicher bin, ob da nicht irgendwo noch ein Geschütz steht.
Und mir das nicht vielleicht ein bisschen zu viel sein könnte dann. So, das war's für ihn. Gut. Vielleicht mal ein bisschen vordringen. Okay, jetzt sieht's doch schon ein bisschen entspannter aus hier. Diese scheiß Dinger. Gut. Commander, links ist ein Ausgang. Ja, ja, wir schauen gleich. Ich nehme mir erstmal die Credits hier mit. Wir besiegen die Kroganer und legen dann eine Bombe auf ihren Planeten. Ganz schön extrem, aber es waren verzweifelte Zeiten. Eine raffinierte Strategie. Kontrolle des Feindes, ohne dass er davon weiß. Wundert mich nicht, dass du das gut findest, Javik. Ihr habt ja sowieso die Unterdrückung wahrscheinlich perfektioniert, wenn ihr es geschafft habt, eine ganze Galaxie unter euch zu vereinen. Na gut. Cerberus leistet Widerstand, aber der neue Zug rückt vor, Commander. Gute Arbeit, Lieutenant. Weiter geht die wilde Jagd. Oh, das war aber ein ganzes Stück, das wir gerade zurückgelegt haben. So. Ich nehme mir mal den Centurio vor. Na, du musst natürlich auch treffen. Bleib mal schön hier. Okay. Okay. Dann sammeln wir mal ein, was wir kriegen können hier. Und weiter geht's. Ich empfange eine Menge Funksprüche von Cerberus. Sie bereiten sich. Ja, dann werden sie wohl kurz vor Abschluss ihrer Mission sein. Umso schneller müssen wir sein. Cerberus zieht sich zurück. Komm, weg hier mit euch. Oh, was? Womit einverstanden? Ich habe gerade nicht aufgepasst. So, egal. Wir räumen einfach alles weg und stoßen vor. Es wird schon richtig sein. Nett. Ich musste ihn nicht mal direkt treffen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ich glaube, da unten gibt es nichts für uns. Verzieht euch nur, ihr feigen Schweine. Oh. Das war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus muss das erst ausgraben. Hoffentlich weiß Victus, was er tut. Wir kriegen keine zweite Chance. Das ist ein Gerät. Commander, wir sind am Bombenareal. Gehen zur Kontrollstation. Verstanden. Wir sind unterwegs. Das ist mal ein richtig fettes Gerät, die Bombe. Na gut, lass uns mal aufbrechen. Shepard, magst du vielleicht über die Ruinen gehen, über die Steine? Danke. Auf nach oben. Eieieiei. Na gut. Wir stehen praktisch auf der Bombe. Cerberus wird mit allem zurückkommen, was sie haben. Es war ein Fehler, so weit kommen zu lassen. Jetzt wird's sicherlich witzig. Haben wir noch irgendwas für uns? Ah ja, noch ein Nahkampfbetäuber für die Pistole. Nicht unbedingt notwendig, aber man kann es ja mal mit sammeln. So, und dann rein ins Geschehen. Bleibt mal hier. Ah, okay, das hat nicht gereicht. Gut, der Kampftechniker, das war wichtig. Richtige Ladung an einer Verwerfungslinie hätte katastrophale Folgen. Wir müssen uns beeilen! Sieht aus wie Steuerungspläne für automatische Geschütze. Helfen mir jetzt nicht, könnten später aber nützlich sein. Oh ja, das sind alles Sammelaufträge, die wir haben. Für die Citadel, genau. Da ist so viel Text unten, dass sie so unglaublich klein schreiben mussten. Na gut. Stoßen wir mal weiter vor. Es ist gut, wenn wir die ganzen Sachen finden. Ich glaube aber auch, selbst wenn man die Aufträge noch nicht hat, kann man die Sachen mitnehmen. Cerberus hat vor dem Auslöser eine Firewall aufgestellt, um uns zu bremsen. Ich muss eine Überbrückung herstellen. Das dauert eine Weile. Wie gesagt, kein Auslöser, keine Explosion. Wir verteidigen nicht schon, das kriegen wir hin. Sie können den Auslöser deaktivieren? Ja, die Tech ist alt. Ich weiß, was zu tun ist. Einen Moment noch, Commander. Wir sorgen dafür, dass Sie genug Zeit haben, Lieutenant. Verstanden. Beginne mit Überbrückung. Und danke, dass Sie mir diese Chance verschafft haben. Machen Sie es einfach richtig, Soldat. Oh, fuck.
Commander! Konzentration auf die Bombe. Wir kümmern uns um Cerberus. Das ist aber eigentlich auch dumm von den Cerberus-Schützen, dass sie erstmal die Kollegen da ausschalten und nicht auf Victus losgehen, ne? Versteht kein Mensch. Naja. Nein, niemand kommt hier vorbei. Wir werden wüten bis zum Ende. Und alles auseinandernehmen, was in den Weg kommt. So, ein schönes Spielchen. Habt ihr noch mehr für uns? Natürlich, hier drüben kommen schon die nächsten an. So. Wollt ihr auch noch runterkommen zum Spielen? Ich kann noch ein bisschen. So, wo ist denn hier noch ein Gegner? Aha. Du kleiner Arsch. Okay. Nächste Runde. Er hat's schon fast. Na, sehr gut. Oh, das ging daneben. Oh, wat? Oh, shit. Schon wieder ein Atlas. Na, danke schön. Oh, fuck. Gut, diesmal will ich nicht direkt reingehen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu haarig gerade. Okay. Damit geht's runter zur Panzerung. Die Schilde sind weg. Na dann. Und jetzt gehen wir drauf. Ah, okay. Hat sich schon erledigt. Wunderbar. Komm schon. Noch ein bisschen mehr. Ah, das ging daneben. Okay. Gleich müssen wir es doch haben, oder? Jawohl. Das war's. Commander, die Firewall ist unten. Ich bin drin. Bei den Geistern. Cerberus hat den Auslöser gehackt. Sie wird detonieren. Scheiße. Entschärfen. Keine Zeit. Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt. Braucht Deckung. Ein heldenhaftes Ende. Commander, ich empfange Funksprüche von den kroganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Kroganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker, Ende. Er hat nie gezögert. Was er vorher auch war, dafür wird man sich an ihn erinnern. Was werden die Turianer davon halten, Garrus? Schwer zu sagen. Im Krieg werden Opfer erwartet. Er hat viel für uns getan, aber wir sind schwer zufriedenzustellen. Man lebt für die Sache.
Gesellschaft und der Zug gehen vor. All das wird erwartet. Er hat getan, was er tun musste. Ja. Ja, das hat er. Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker meinte, die Kroganer stellen die Bombe sicher. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Rex und dem Primarchen an Bord der Normandy sitzen sie auf einem Pulverfass. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Das ist ein Befehl. Jawohl, Sir. Packet Ende. Wir werden es versuchen. Ein weiterer galaktischer Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. War die Genophage nicht genug? Mussten sie auch noch eine Bombe legen? Die Entscheidung wurde vor Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Nicht genug, um uns von der Bombe zu erzählen, Feigling. Hey! Immerhin hat er die Deaktivierung der Bombe in Auftrag gegeben, ne? Muss man auch mal sagen. Und das ist schon eine ziemlich heftige Gesellschaftsstruktur, die die Turianer da haben. Wenn die Selbstaufgabe so sehr erwartet wird und so wenig zählt, dieses Opfer, das ist schon Wahnsinn irgendwo, oder? Also, vielleicht ist es auch einfach für uns nicht verständlich oder nicht so gut verständlich, weil wir eben anders sozialisiert sind. Wahrscheinlich denkt man einfach anders, wenn man auch anders erzogen wird und aufgewachsen ist. Aber ja, das klingt eigentlich schon fast nach sozialistischen Ausmaßen sozusagen, wenn die Sache oder das Volk vorgeht sozusagen, ne? Irgendwie hat es mich zumindest gerade so ein bisschen auch an die chinesische Mentalität erinnert, wo ja auch schon seit Jahrhunderten im Prinzip die gesellschaftliche Meinung vorherrscht oder das Weltbild vorherrscht, dass das Opfer bzw. der Dienst für den Staat, für die Obrigkeit über das individuelle Sein gestellt werden muss. Das ist so. Und ist, glaube ich, einfach schwer verständlich, wenn man in der westlichen Welt aufgewachsen ist und sozialisiert wurde. Na gut, aber Lieutenant Victus hat am Ende, egal ob man das vorher als Fehler ansehen mochte oder nicht, ich persönlich sehe es nicht als Fehler an, er hätte so oder so Leute verloren, er hatte die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und bei der Wahl, die er getroffen hat, hatte er zumindest noch die Chance, dass er durchkommt. Ja, er hat das, egal ob man es so sehen will oder nicht, als Fehler, hat es wieder ausgebügelt und hat seinen Auftrag um jeden Preis zu Ende geführt. Ein Auftrag, der eigentlich so gut wie unmöglich war, finde ich. Und hat damit letztendlich einen Krieg verhindert. Und das ist doch was wert. Die Vergangenheit darf uns nicht zerreißen. Nur zusammen haben wir eine Chance. Primarch, Sie hatten eine Bombe auf Tuchanka. Und Rex, Sie hätten anstelle der Turianer genau dasselbe gemacht. Shepard! Es ist vorbei. Sein eigener Sohn starb, als er es wieder gut machen wollte. Bitte, Commander. Es ist schon in Ordnung. Ja, gut, Shepard. Sie haben recht. Wir müssen uns auf stärkere Feinde vorbereiten. Genau. Ich verstehe Ihre Vorbehalte, Commander. Aber hoffentlich verstehen Sie nun auch die Geheimhaltung. Tu ich. Geheimhaltung tötet. Das haben Sie jetzt auf die harte Tour gelernt. Ja. Die härteste Lektion meines ganzen Lebens, Commander. Mein Sohn, er starb mit dem Respekt seiner Männer. Dafür möchte ich Ihnen danken. Sein Opfer wird in der Chronik des 9. Zuges aufgeführt werden. Und darauf wäre jeder Vater stolz. Jawohl, Sir. Und trotzdem hast du deinen Sohn verloren. Das ist, glaube ich, eine ziemlich heftige Lage. Und wo wir vorher schon beim Thema Verlust von Familie waren. Hier ist es ja jetzt im Prinzip auch wieder so. Ich weiß gar nicht, bei was das war. Bei was hatte ich denn über den Verlust von Familie geredet? Ich hab's schon wieder vergessen. Hier geht's letztendlich genau in dieselbe Richtung.
Und ja, er hat jetzt seinen Sohn verloren. Nochmals danke, dass mein Sohn in Ehren sterben konnte. Mehr kann sich ein turianischer Vater nicht wünschen. Aber wir sind im Krieg. Für Trauer ist später Zeit. Brauchen Sie irgendetwas? Eigentlich gibt es nichts, was wir brauchen, denn wir haben eigentlich über alles gesprochen, würde ich denken. Das ist alles. Natürlich, Commander. Wir schauen nochmal kurz, ob Rex noch irgendwas Neues für uns hat. Ich glaube es aber nicht. Noch so eine Aktion der Turianer, Shepard, und das Bündnis ist Geschichte. Bleiben Sie, Rex. Es ist schwer für uns alle. Ich habe Reaper und eine Riesenbombe auf meinem Planeten. Und wenn beide versagen, sorgt die Genophage dafür, dass wir sowieso alle aussterben. Ich will das Wort schwer nicht mehr hören. Verstanden. Gut. Und brauchen Sie irgendwas? Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Ja. Stimmt was nicht? Morden. Er hat mir die Gewebeprobe entnommen. Wo er geschnitten hat, haben Skalpelle gar nichts verloren. Ihr habt 4 davon. Reg dich nicht auf. Ihr habt 4 Eier. Das ist schon okay. Ihr braucht die doch eh nicht alle. Redundante Organe und so, ne? Man kann sie nicht bombardieren, weil man sonst die Reste seiner eigenen Planeten zerstören würde. Sie stellen ihre Soldaten aus unseren Zivilisten her? Sie haben keine Versorgungslinien? Wie besiegt man so einen Gegner? Ich sag dir Bescheid, wenn mir was einfällt. Mit Verzweiflung und Zusammenhalt.